Ein schöne Grüße hier aus Salzburg, aus dem Pongau. Es tut mir sehr, sehr leid, dass ich nicht bei Ihnen sein kann. Ich wollte sehr gerne heute nach Wien kommen, aber wie gesagt, Corona, die dritte bei mir schon, hat einen Strich durch die Rechnung gemacht. Und wir werden jetzt mit dieser ja, Behelfssituation umgehen müssen. Aber auch das ist bereits eine Frage des Humors beziehungsweise des menschlichen Lachens, also mit widrigen Situationen umzugehen. Da ist nämlich der Humor für viele Menschen eine wichtige Stütze, ein wichtiges Kompensationsmittel. Und ich lade Sie dann ein, diese Situation heute mit mir auch mit einem Schmunzeln zu übernehmen. Und ich hoffe, dass wir dennoch in eine gute Diskussion kommen, einen guten Nachmittag, frühen Abend miteinander haben und uns dem Thema des Lachens auf eine vielseitige Weise zuwenden können. Ich starte jetzt wieder die Bildschirmpräsentation, damit Sie dann auch den ganzen Überblick haben. Wenn wir uns den Humor als Ausgangspunkt für unsere Frage nach dem Verhältnis von Religion und Lachen, Religion und Humor nehmen, dann fällt uns zunächst immer wieder der große griechische Philosoph ein, Aristoteles, der das Lachen als eine Wesenseigenschaft des Menschen beschrieben hat. Also Aristoteles setzt sich eigentlich in zwei Schriften, die wir kennen, mit dem menschlichen Lachen auseinander. Das ist zum einen die Rhetorik, zum anderen die nikomachische Ethik. Und Aristoteles, auch wenn er bei Umberto Eco so als dieser Vorreiter hingestellt wird, der das menschliche Lachen als positive Eigenschaft dargestellt hat. Das muss man ein bisschen zurechtrücken. Also bereits Aristoteles sah das menschliche Lachen sehr, sehr differenziert an. Also Aristoteles betont, es gibt ganz viele unterschiedliche Arten des Menschen. Einerseits, wie er selbst lacht, in welchen Situationen er lacht, aber auch, wie dieses Lachen des Menschen einzuschätzen ist. Also Aristoteles kennt schon positive Formen des Lachens beim Menschen und auch negative Formen des Lachens. Also Aristoteles hätte niemals gesagt, es ist gut, sich über andere Menschen lustig zu machen oder auf Kosten von anderen Menschen zu lachen, sie zu verletzen oder in ihrer Würde zu kränken. Deshalb ist es auch wichtig, wenn man sich dieser Thematik von Humor, Lachen nähert, dann sollte man gleich zu Beginn einfache Differenzierungen beachten, die wir oftmals in unserem Alltag einfach vermischen. Dazu möchte ich jetzt mit Ihnen nur ganz kurz auf eine wichtige Unterscheidung eingehen. Wenn wir vom Lachen sprechen, das Lachen des Menschen ist zunächst eine biologische Komponente. Also es ist ein menschlicher Affekt, eine Muskelkontraktion, die beim einfachen Grinsen ungefähr 17 Muskeln beansprucht, bei einem wunderbaren, schönen Lachanfall, den Sie hoffentlich alle schon einmal erlebt haben, werden im menschlichen Körper um die 80 Muskeln gebraucht, also kontrahiert. Und damit verbunden ist eine Endorphinausschüttung im menschlichen Körper. Also das Lachen ist zunächst ein biologisches Faktum. Als biologisches Faktum ist es auch zunächst nicht gut oder schlecht. Die Menschen lachen. Sie lachen in unterschiedlichen Situationen und in diesen Situationen kann man es auch nicht immer kontrollieren. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt des Lachens. Also wer, wann, wo und wie lacht, hat einerseits kulturelle Gründe, sehr individuelle Gründe, aber auch biologische Ursachen, die von Mensch zu Mensch sehr unterschiedlich sein können. Anders als dieses Lachen als menschlicher Affekt ist der Humor zu beschreiben. Humor ist der individuelle Umgang von Menschen mit diesem Affekt des Lachens. Das bedeutet, jeder und jede von uns hat eine andere Art mit diesem Lachen, mit diesem Reiz des menschlichen Lachens umzugehen. Also jeder von uns hat andere Vorlieben, wenn es um das Lachen geht. Jeder von uns wird eher von bestimmten Formen der Komik zum Lachen
gebracht. Andere finden wieder ganz andere Situationen oder Witze lustig. Also der Humor ist etwas höchst Individuelles, von Mensch zu Mensch Unterschiedliches. Also, wenn man so will, eine Art Charaktereigenschaft, die natürlich aber auch sozial und kulturell mitgeprägt ist. Und die dritte große Unterscheidung, die wir am Beginn unserer Überlegungen stellen müssen, ist die Komik. Die Komik ist eine Kunstform, eine Kunstgattung, wie bei Menschen der Reiz des Lachens hervorgerufen werden kann. Also die Komik möchte Situationen herstellen, entweder durch Texte oder durch Erzählungen oder durch physische Darstellungen, durch Schauspielkunst oder Musik, dass sie zum Lachen gebracht werden. Und das bedeutet auch wiederum, dass diese Formen der Komik kulturell eingebettet sind, sie sind eingebettet in einen bestimmten Zeitzusammenhang, aber auch in ethische und moralische Zusammenhänge. Komik kann niemals unterschieden werden von oder kann niemals losgelöst werden von den gesellschaftlichen Bedingungen, in denen sie entstanden sind. Ich habe hier Ihnen ein Komikerpaar mitgebracht, Loriot und Evelyn Hamann, die sehr, sehr klassisch für eine traditionelle, würde ich jetzt mal sagen, eine sehr, sehr traditionelle Form des Humors, der Humorkunst, der Komik stehen. Nämlich Loriot verstand es mit sehr, sehr viel Sprachgefühl, mit Alltagssituationen, eigentlich sehr einfachen, oftmals Missverständnissen im zwischenmenschlichen Leben, komische Situationen zu produzieren. Und ähnlich auch wie Heinz Erhardt zum Beispiel, in dieser sehr, sehr einfachen und wenig verletzenden Form diese humorvollen Zusammenhänge zu produzieren. Ganz anders dazu kennen wir auch andere Formen des Humors. Denken Sie etwa an Otto Walkes oder Josef Hader oder Manfred Deix, die andere Kunstgattungen bedienen und bedient haben, die eigentlich genau auf dasselbe Ziel ausgerichtet waren, nämlich das Lachen bei Menschen hervorzurufen, aber eine andere Methodik gewählt haben. Und so ist auch die Methodik der Komik in den USA oder im asiatischen Raum, im französischen Raum und im deutschen Raum sehr, sehr unterschiedlich voneinander. Und die Kulturen haben natürlich auch immer wieder ganz andere Formen entwickelt, wie man mit dem Reiz des Lachens umgehen kann. Das Lachen, wenn wir es als biologischen Affekt sehen, ist zunächst immer inhaltsleer. Aber das Lachen wird von uns kulturell, individuell mit einer Bedeutung gefüllt. Und das ist auch eine der großen Herausforderungen, wenn wir uns heute mit dem Lachen in religiöser Ebene auseinandersetzen. Denn wenn wir das Lachen als Menschen interpretieren, dann legen wir immer auch schon eine Bedeutung hinein. Das möchte ich Ihnen jetzt kurz erklären. Wenn Sie zum Beispiel jetzt auf der Straße gehen und es begegnet Ihnen ein anderer Mensch und dieser Mensch lacht Sie an mit Augenkontakt, wie wird Ihre Reaktion sein? Die wird auch sehr, sehr unterschiedlich sein, denn es kommt darauf an, wie Sie dieses Lachen interpretieren. Es könnte sein, dass Sie sagen, ja, diese Person lacht mich an, also als eine positive Form von Beziehungsaufnahme zwischen Ihnen und der anderen Person. Sie könnten aber auch sagen, wahrscheinlich lacht er jetzt über mich, weil ich vielleicht nicht so gekleidet bin, wie er oder sie das gerne haben möchte. Gleichzeitig kann dieses Lachen aber auch andere soziale Ursprünge haben, nämlich zum Beispiel eine Form von Verlegenheit oder eine Form von sozialer Ungleichheit, die durch dieses Lachen ausgeglichen werden kann. Also ein Lachen an sich oder als biologisches Faktum wird durch uns, wird durch Menschen erst mit Inhalt gefüllt.
Und als solches relationales Geschehen ist es immer auch höchst individuell, welche Bedeutung wir diesem Lachen geben. Gleichzeitig, und hier kommen wir auch wieder zurück zu Aristoteles, Lachen kann auch Macht ausüben. Also zwischenmenschliches Lachen, das merken wir auch schon bei Mobbing auf dem Schulhof, kann Formen von sozialen Einschluss- und Ausschlussmechanismen freilegen. Also wer über jemanden lacht, der kann auch andere Menschen herabsetzen, gleichzeitig aber auch aus einer Gruppe ausschließen. Also durch das Lachen wird oder kann angezeigt werden, der oder diejenige ist nicht im sozialen oder auch religiösen Normfall, wenn man so will, verortet. Also wenn man auch als Religionsgemeinschaft Witze über eine andere Religionsgemeinschaft macht, dann wird nicht selten die Botschaft transportiert, die andere Religionsgemeinschaft oder die andere Gruppierung ist nicht normal, wenn man so will. Sie entspricht nicht der Normvorstellung, die man selber hat. Und dieses Nicht-Entsprechen mit einem Lachen zu versehen, bedeutet, man stellt sich selbst höher als die andere Religion. Hier sind wir dann bei einer Situation, in der das Lachen eine Infragestellung oder eine Distanzierung auch von der faktischen Welt darstellt. Also im Lachen können die Menschen so etwas wie eine alternative Wirklichkeit schaffen. Wenn wir uns vorstellen, in einer Diktatur oder in einem machtpolitisch aufgezogenen System, wird das Lachen als eine große Gefahr angesehen. Denn wer über etwas oder über jemanden lachen kann, ist in der Lage, die Wirklichkeit auch zu hinterfragen. Deswegen hat man auch in diktatorischen Systemen immer sehr genau versucht, im Griff zu haben, wer worüber lachen kann und worüber nicht. Man hat Untersuchungen angestellt in politikwissenschaftlicher Hinsicht, dass Infragestellungen, Karikaturen, Witze über die herrschende Klasse nicht selten als Ursprung von revolutionären Ideen gesehen haben. Denn nicht selten werden in Witzen über die herrschende Klasse, über die Obrigkeit, wird versucht, eine alternative Wirklichkeitssicht herzustellen. Kennen wir wahrscheinlich auch aus dem Katholischen. Also Papstwitze oder Witze über die Bischöfe haben oftmals genau das Ziel, die bestimmte Autorität, die in einem System für diese Person oder für die Funktion dieses Amtes gefordert wird, in Frage zu stellen. Und in einem System, das genau auf dem Erhalt solcher hierarchischer Machtbefugnisse ausgerichtet ist, wird das Lachen oder die Infragestellung, der Witz über solche Funktionen auch oftmals als Gefahr für das System selbst angesehen. Wir sehen schon aus diesen kurzen Anfangsbemerkungen, das Lachen des Menschen oder unser Lachen ist sehr, sehr komplex. Es ist niemals losgelöst von den sozialen, kulturellen, aber auch von unserem individuellen Leben. Unser individuelles Leben oder unsere individuellen Erfahrungen prägen auch immer die Art und Weise, wie wir etwas als komisch oder als etwas Witziges wahrnehmen. Also wenn jemand zum Beispiel auf dem Schulhof gehänselt worden ist oder als Kind ausgeschlossen worden ist oder Spott und Hohn wahrgenommen hat, das wird auch Auswirkungen darauf haben, wie man selbst dann Ungleichheiten mit anderen Menschen, ja, wie man damit umgeht, beziehungsweise wie man sich auch in solchen Machtsituationen verhält. Und wir sollten eines nicht machen, das ist auch ganz wichtig, also jene Kinder oder jene Personen, die Spott ausgesetzt waren, sind oftmals auch diejenigen, die selbst zu solchen Mitteln greifen. Also die sind nicht aus der eigenen Betroffenheit dann immun gegenüber solchen Machtmissbrauch, wenn man will, sondern es spiegelt sich oftmals im eigenen Verhalten auch
dieses Muster wieder. Was meine ich jetzt damit, wenn ich immer wieder sage, unser Lachen oder unser Humor ist kulturell überformt? Ich habe hier Bilder mitgebracht, die kommen aus Mexiko, haben Sie vielleicht schon einmal gesehen. Und zwar kommen die vom Fiesta de la Muerte. Das Fiesta de la Muerte wird am 31. Oktober in Mexiko begangen. Und dieses Fest, also am Vorabend unseres Allerheiligenfestes, sieht so aus, dass sich Menschen in bunte Gewänder werfen, sie malen sich Totenköpfe auf und sie gehen auf die Friedhöfe und feiern dort ein rauschendes Fest. Also es geht oftmals damit einher, dass man einen Grill aufbaut und dann am Grab der Verstorbenen ein kleines Barbecue-Fest veranstaltet, das Lieder gesungen werden, komische Lieder, es werden Witze gemacht und es wird so quasi die Überlegenheit der Menschen oder der Gläubigen gegenüber dem Tod ausgesagt. Also ein sehr, sehr bekanntes Fest eigentlich. Aber jetzt stellen Sie sich einmal vor, Sie sind am 1. November bei einer Allerheiligen Veranstaltung auf einem österreichischen Friedhof und am Grab neben ihnen kommt eine mexikanische Familie in dieser Aufmachung daher und veranstaltet eine Fiesta de la Muerte, Grillparty. Es wird sehr, sehr schnell zu einem kulturellen Missverständnis kommen, weil unsere europäische Art und Weise, mit dem Tod umzugehen im Kontext des Allerheiligenfestes, völlig anders ist als diese mexikanische Tradition. Obwohl die Kernaussage, nämlich diese christliche Überwindung des Todes, dieselbe ist. Und trotzdem ist es eine andere Art und Weise, mit den menschlichen Emotionen umzugehen. Also dieses Lachen über den Tod in Mexiko ist bei uns eher ernsthafte Gedenkform am Allerheiligenfest. Und die Kulturen haben sich hier einfach auch etwas unterschiedlich entwickelt. Das bedeutet aber nicht, dass nicht beide Formen eine ähnliche Aussage im christlichen Glauben bereithalten können. Wenn wir uns jetzt die Frage stellen, was bedeutet denn das Lachen oder der menschliche Aspekt des Humors in Bezug auf die Religion, dann werden wir im christlichen Glauben sehr schnell an eine historische oder an ein historisches Fundstück aus dem 19. Jahrhundert zurückversetzt. Das haben Sie vielleicht schon einmal gesehen, das Alexamenos-Graffito wurde 1857 auf dem römischen Hügel Palatin entdeckt bei Ausgrabungen. Es ist datiert zwischen 123 und 126 nach Christus und es stellt die älteste antichristliche Karikatur dar, die wir kennen. Was sieht man auf diesem Graffito? Also auf der linken Seite sehen Sie die tatsächliche Einritzung auf dem Stein, wie man ihn gefunden hat, und auf der rechten Seite, wie man es quasi sichtbar gemacht hat. Was sehen wir hier? Wir sehen auf der linken Seite eine Figur, einen Menschen, der vor einem Kreuz steht, vor einer Kreuzesdarstellung. Und auf dieser Darstellung hat der Gekreuzigte einen Eselskopf. Und man kann in griechischen Buchstaben lesen, Alexamenos Zebeteon. Das bedeutet nichts anderes als Alexamenos betet seinen Gott an. Also es geht in dieser Figur, in dieser Darstellung, in dieser Karikatur, geht es vor allem um die Figur links, die dieses Kreuz, diesen Esel anbetet. Und das ist Alexamenos. Alexamenos war offenbar ein Christ in der damaligen Zeit und die Menschen oder diejenigen, die diese Karikatur gezeichnet haben, haben sich über diesen Alexamenos lustig gemacht und
speziell über seinen Glauben. Die Kernaussage dieser Karikatur war: Alexamenos betet einen gekreuzigten Gott an und sieht dabei aber nicht, dass der Gekreuzigte ein Esel ist. Denn in der Antike, sowohl in der jüdischen Antike als auch in der römischen Antike, war der Kreuzestod das Schändlichste, was einer Person passieren hat können. Also jemand, der gekreuzigt wurde, galt als von Gott verfluchter. Und deswegen war es auch in der Antike für viele Menschen unverständlich, wie eine religiöse Gruppe, nämlich die Christen, einen Gekreuzigten als ihren Gott verehren könne. Und das wurde in dieser Karikatur zum Thema gemacht. Also hier wurde eine Form von Komik entwickelt, eine Form von Karikatur dargestellt, wie man mit dem Unverständnis auf eine religiöse Gruppe reagiert hat. Also die Christinnen und Christen in der damaligen Zeit wurden zum Spott gemacht. Und das sollte natürlich jetzt auch gleich erwähnt sein. Ich möchte jetzt hier nicht die Christen nur als Opfer darstellen, sondern die Christen waren in der Geschichte auch oftmals auf der Seite, die sich über andere Religionen lustig gemacht haben. Also dass dieses Verhältnis von Religionen untereinander, indem man Unverständnis oder Kritik, Herabwürdigung gegenüber anderen zum Ausdruck bringt, das wurde im Christentum auch sehr oft aktiv ausgeübt. Also nicht, dass wir hier nicht nur die Christinnen und Christen als Opfer wahrnehmen, sondern natürlich auch als Täter, wenn man so will. Also man darf auch nicht vergessen, wie Christinnen und Christen sehr lange gegenüber Jüdinnen und Juden, gegenüber Muslimen oder anderen Gruppierungen aufgetreten sind und sie auch mit Karikaturen, Humor, Witz, aber auch natürlich Spott und entwürdigenden Formen von Humor herabgesetzt haben. Für unsere Frage, was bedeutet jetzt das Lachen und die Komik für den christlichen Glauben, zeigt diese Karikatur, wie ambivalent das Verhältnis von Menschen, Religion und Humor sind. Das haben wir auch schon bei Aristoteles gesehen. Also das Lachen des Menschen ist nicht einfach nur gut. Es ist aber auch nicht einfach nur schlecht, sondern es kommt auf die jeweilige Situation an, wie das Lachen eingesetzt wird. Man kann das Lachen sowohl gut einsetzen, man kann es aber auch schlecht einsetzen. Auch bei Cicero merken wir das. Cicero sagt, das Lachen des Menschen kann der Erkenntnis dienen. Im Lachen kann der Mensch zu höherer Erkenntnis von sich selbst, aber auch der eigenen Welt kommen. Gleichzeitig kann das Lachen oder der Spott den Menschen aber auch die Erkenntnis versperren. Also das Lachen an sich oder Humor, Komik, ist nicht einfach nur gut oder schlecht, sondern es ist immer die Frage, wie dieses Lachen eingesetzt wird. Lessacher hat in der Anmoderation auch Umberto Eco angesprochen und der Name der Rose. Ich glaube, die meisten von Ihnen haben das Buch gelesen oder zumindest den Film gesehen. Und was hier dargestellt wird, in Form von einer Auseinandersetzung im Mittelalter, das ist natürlich zu einem großen Teil ist es Fiktion. Aber Umberto Eco war ein großer Mittelalter-Experte. Also der wusste tatsächlich, wovon er schreibt. Und diese Auseinandersetzung zwischen platonischer Richtung, die von Jorge von Burgos, also dem alten Mönch, repräsentiert wird, der sich so gegen das Lachen wehrt, und William von Baskerville, der quasi die aristotelische, differenzierte Position auf das Lachen versinnbildlich, die hat es tatsächlich gegeben. Im christlichen Mittelalter war in Europa vor allem die platonische Geringschätzung des Lachens vorherrschend. Also Platon, der Lehrer von Aristoteles, hat gegenüber dem Lachen eine sehr, sehr herabwürdigende oder geringschätzende Perspektive vertreten.
Das Lachen war für Platon ein Teil des niedrigeren körperlichen Teiles des Menschlichen. Und der Mensch, wenn er seine geistige Berufung verwirklichen möchte, sollte er sich nicht mit dem Lachen abgeben. Im europäischen Mittelalter waren die aristotelischen Schriften, in denen das Lachen durchaus auch wertgeschätzt wird, jedoch nicht mehr bekannt. Also im 5., 6., 7. Jahrhundert, eigentlich bis zum 12. und 13. Jahrhundert, waren viele der aristotelischen Schriften in Europa nicht mehr bekannt. Deshalb hat sich auch in Europa während dieser Zeit vor allem jene Perspektive durchgesetzt, die das menschliche Lachen weit weg vom christlichen Ideal angesiedelt hat. Also deswegen lesen wir auch in den alten Mönchsregeln, zum Beispiel auch in der Benediktsregel, dass das Lachen etwas ist, dass der Mönch, der sich Gott annähern möchte, so gut es geht vermeiden soll. Also wer sich Gott annähern möchte, der soll sich nicht den komischen Dingen zuwenden, sondern es soll ihm eigentlich um den Ernst des Lebens gehen, um die Frage um das Seelenheil. Deswegen ist auch diese Kernfrage, die Umberto Eco in der Ma Name der Rose darstellt, wirklich, es ist eigentlich genial, dass er gerade diese Frage um das Lachen auswählt, um Richtungskämpfe im Mittelalter darzustellen. Denn im 12. Jahrhundert, 13. Jahrhundert wurden die aristotelischen Schriften wieder bekannt. Zunächst war es verboten, aristotelische Schriften zu lesen, weil man gesagt hat, das sind Schriften, die wir über arabische Denker neu kennengelernt haben. Die müssen erst wieder ins Lateinische rückübersetzt werden, und wir wissen nicht genau, woher die kommen. Die könnten eigentlich gefährlich sein. Deswegen waren diese Schriften auch zunächst verboten. Man durfte sie nicht lesen. Aber dann kamen große christliche Denker wie zum Beispiel Thomas von Aquin, Albertus Magnus oder auch William von Ockham, die sehr stark die aristotelische Seite der Philosophie wieder stark gemacht haben und versucht haben, in die christliche europäische Denkweise zu integrieren. Warum sage ich das jetzt? Weil für diese Denker im Mittelalter auch ganz zentral war, man möchte das Körperliche der Menschen, auch die Sinneswahrnehmungen, wieder stärker schätzen. Das platonische Ideal war es, vor allem die Ideen, vor allem die geistige Form der menschlichen Aktivität hochzuschätzen. Für Thomas von Aquin zum Beispiel stehen aber auch die Sinneswahrnehmungen, also was wir als Menschen wahrnehmen können, aber auch die Widersprüche, die wir als Menschen in unserer natürlichen Welt wahrnehmen können, waren für ihn Erkenntnisquellen. Und Thomas von Aquin geht an mehreren Stellen seiner Theologie und Philosophie auch wieder auf Aristoteles ein. Und bei Thomas von Aquin lesen wir dann auch immer wieder von einem sehr klassischen Beispiel. Von einem sehr klassischen Beispiel, nämlich wenn ein Mensch die Straße entlang geht. Wenn ein Mensch die Straße entlang geht, haben wir als Menschen ein Bild vor Augen, wie dieses Gehen, diese Fortbewegung des Menschen vonstatten gehen soll. Wenn dieser Mensch jetzt aber stolpert und hinfällt, dann entsteht quasi in unserer Weltwahrnehmung ein Riss, wenn man so will. Also es passiert nicht das, was wir erwarten, was wir von dieser Welt oder von diesem Geschehen erwartet haben. Und durch diesen Riss in unserer Wahrnehmung müssen wir mit dieser Situation umgehen. Das Lachen hilft uns in vielerlei Hinsicht dabei, mit solchen widersprüchlichen Situationen umzugehen. Also kompensatorische Funktion. Auch die moderne Psychologie kennt diese kompensatorischen Funktionen des Lachens. So zum Beispiel gibt es Untersuchungen, Menschen in Ausnahmesituationen können durch Lachen ihren Körper beruhigen. Und zwar auch in völlig absurden Ausnahmesituationen, wo man das überhaupt nicht erwarten würde. Also in Todesangst zum Beispiel. Menschen
in deren Haus eingebrochen wurde, die sich in einem Schrank versteckt haben und eigentlich unter Lebensangst oder Todesangst eigentlich sich befinden, können oder haben durch affekthaftes Lachen ihren Körper mehr oder weniger beruhigt, obwohl in ihrer Situation gar nichts lustig war oder dass sie gar nicht etwas Komisches erlebt haben, ganz im Gegenteil. Aber dieses Lachen hat ihnen geholfen, mit dieser Situation umzugehen. Und deswegen kennt auch die moderne Psychologie so etwas wie dieses, in unserem Alltag sprechen wir davon, etwas wegzulachen. Die moderne Psychologie nennt etwas einen Ereignisschock. Also wir leben oftmals in Ereignissen, wo die Welt rund um uns herum stehen bleibt, weil wir eigentlich mit einer Realität konfrontiert werden, die größer ist als das, was wir uns erwartet haben oder völlig unterschiedlich ist als das, was wir erwartet haben. Und hier spricht die moderne Psychologie von einem Ereignisschock. Das bedeutet, wir Menschen müssen kompensatorische Strategien entwickeln, wie wir mit diesen Situationen umgehen. Das können große Ereignisse, Schockerlebnisse sein, wie zum Beispiel der 11. September, wie das, also der 11. September für die USA bis heute ist. Man versucht mit diesem Ereignis umzugehen. Das kann aber auch im alltäglichen Erleben von Menschen sein, wenn man zum Beispiel den Tod eines lieben Menschen zu beklagen hat, der so unvorhersehbar war, dass man sich niemals damit auseinandergesetzt hat und quasi die Welt bleibt stehen, weil man so schockiert ist von diesem Tod und man musste aber trotzdem Strategien entwickeln, um damit umzugehen. Das Lachen hat also auch im christlichen Sinn eine sehr, sehr ambivalente Geschichte mitgemacht. Bei der Frage, wie soll Kirche oder wie sollen Religionen auch mit dem Lachen oder Kritik an ihnen umgehen, kommen wir an einer Person und einer Schrift einfach nicht vorbei. Und das ist Erasmus von Rotterdams Lob der Torheit. Erasmus von Rotterdam, ein Gelehrter, der ein starkes humanistisches Bild vertreten hat, zugleich aber auch bis in höchste kirchliche Kreise gut bekannt war, auch gute Verbindungen hatte, hat 1509 ein satirisches Werk geschrieben, das Lob der Torheit, in dem er eine Kritik der gesamten damaligen religiösen und gesellschaftlichen Wirklichkeit dargelegt hat. Erasmus von Rotterdam greift in dieser Schrift, die kann man auch wunderbar heute noch lesen, also höchste Empfehlung an alle von Ihnen, wenn Sie diese Schrift noch nicht gelesen haben, machen Sie das. Es ist wirklich ein Paradebeispiel für eine satirische Gesellschaftskritik. Erasmus von Rotterdam lässt in dieser Schrift die Torheit auftreten. Die Torheit, also es ist eigentlich schwierig, dieses Wort Moria aus dem Lateinischen zu übersetzen. Es ist kein Dumpfsinn, es ist keine Dummheit, sondern es ist eigentlich die Unweisheit, also die Unvernünftigkeit. Und Erasmus lässt diese Allegorie auftreten und quasi eine Predigt halten, um den Menschen darzulegen, dass die Unweisheit, die Widersprüchlichkeit eigentlich das gestaltende Moment in unserem Leben ist. Also dass das menschliche Leben, die menschliche Gesellschaft sich in Paradoxien abspielt. Und Erasmus von Rotterdam lässt diese Allegorie der Torheit, der Unweisheit durch alle Gesellschaftsschichten der damaligen politischen, aber auch religiösen Herrschaftsklassen durchgehen und sie quasi in Dialogen auftreten und in Dialogen den Menschen darzustellen, dass eigentlich nicht die Weisheit, das eigentliche Ideal der platonischen Wirklichkeitsform, das Leben durchwaltet, sondern eigentlich die Widersprüchlichkeit und die Unzulänglichkeit. Und diese Frau Torheit geht dann während dieser Predigt
sowohl zu Richtern, zu Adeligen, zu Bischöfen, zu Mönchen, zu Handwerkern, wenn man so will, als durch die gesamten Gesellschaftsschichten der damaligen Zeit und verspinnt die sehr, sehr subtile, aber auch differenzierte Gesellschaftskritik von Erasmus mit dieser auch fantasievollen und sprachlich sehr, 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 sehr hochgestellten Erzählform, die Erasmus hier entwickelt. Bei Erasmus ist der Humor hier nun eine Form von Kritik. Also Erasmus kritisiert bestimmte Gesellschaftsformen, bestimmte Herrschaftsformen. Und die Satire ist für ihn eigentlich eine Methodik, wie er diese Kritik so ausformulieren kann, damit er nicht selbst seinen Kopf hinhalten muss. Diese Methodik, die er wählt, also dass die Torheit als Allegorie auftritt und selbst eine eigene Predigt hält, war für ihn insofern ein Kunstgriff, dass er sagt, ja, das habe ja nicht, das sage ich ja nicht selbst, das ist ja nicht meine Meinung, sondern das ist jetzt die Meinung dieser Kunstfigur der Torheit, die da auftritt. Und heute ist man sich aber ziemlich im Klaren, wenn Erasmus nicht ein paar Freunde und gute Bekannte im Kardinalskollegium gehabt hätte, hätte ihn diese Schrift durchaus auch den Kopf kosten können. Für die Kirche und für die katholische Kirche auch war diese Schrift aber so etwas wie der Beginn damit, mit Kritik, mit humorvoller Kritik auch umgehen zu lernen oder auch den Wert von solcher Kritik anzuerkennen. Und das war auch wichtig so, denn mit dem Aufkommen der Reformation wurden Karikaturen, auch religionsbezogene Karikaturen, immer wichtiger. Also im deutschsprachigen Raum während der Reformation hat man sehr, sehr stark auf die Bildsprache gesetzt. Also man hat Karikaturen, Satire und insbesondere auch religiöse Botschaften immer stärker auch mit Bildersprache dargestellt. Und ich habe Ihnen hier eine sehr bekannte Form von religiöser Karikatur mitgebracht von David Denecker. Unterschrieben ist dieses Bild mit, also überschrieben, die katholische Geistlichkeit soll also die katholische Kirche aus der Sicht der Reformation darstellen. Hier sehen wir nun eine Form von Karikatur von religiösem Spott auf Basis theologischer Argumente und in Bildsprache übersetzt. Ich hoffe, Sie können das jetzt alle halbwegs gut erkennen. Ich erkläre die Karikatur jetzt auch. Also die katholische Geistlichkeit, die wir hier sehen, möchte auch nur kurz dazu sagen, also ich muss Ihnen heute diese Bildersprache auch ein bisschen erklären, was damit gemeint ist. In der damaligen Zeit, die Menschen, die das gesehen haben, die wussten sehr, sehr schnell und sofort, welche theologischen Argumente hier mit in dieser Bildersprache vorgebracht werden. Also, wir sehen hier ein geflügeltes Monster, wenn man so will. Also ein geflügeltes Geschöpf mit einer entblößten Brust. Diese entblößte Brust ist ganz wichtig, denn in der Reformation wurde aus der Perspektive der protestantischen Theologie die katholische Kirche sehr oft mit dem Monster, mit der Endzeitgestalt aus der Offenbarung des Johannes gleichgesetzt. Also die Hure Babylons, deswegen auch diese entblößte Brust. Was sehen wir hier noch? Dieses Monster sitzt auf einem Ablassbrief, auf einem päpstlichen Ablassbrief. Das sieht man mit diesen vielen päpstlichen Siegeln, also diese Briefe, mit denen man in der damaligen Zeit seine Sünden freikaufen konnte. Das linke Bein dieses Monster ist in einem Weihwasserkessel. Dann wird in der rechten Hand hält dieses Geschöpf eine
Ablasskiste. Also das sind jene Boxen, in denen das Geld von den Ablasspredigern gesammelt wurde. Im Maul dieses Geschöpfs sitzen katholische Geistliche. Also haben wir ein paar Bischöfe, ein paar Mönche, ein paar Priester, die da bei einem Essen, bei einem Festmahl sitzen. Auf der linken Seite sehen Sie, wie der Papst, der hält auch einen Schlüssel in der Hand, der hat die Tiara auf dem Kopf, er wird von einem Dämon hereingetragen. Und ober dem Papst wird auch noch ein anderer Geistlicher, es schaut aus wie ein Bischof, der wird auch in Richtung des Monsters getragen. Und am Haupt dieses Monsters werden quasi im Höllenfeuer werden die Speisen zubereitet, die von dieser katholischen Geistlichkeit verspeist werden. Diese Karikatur möchte nichts anderes sagen, als dass die katholische Kirche der Antichrist ist. Jener Antichrist, gegen den der Erzengel Michael am Ende der Zeiten in der Offenbarung des Johannes zu kämpfen hat. Auch noch dazu gesagt, der Künstler verwendet in der Farbgebung dieser Karikatur dieselben Farben, die auch sehr oft in Ikonen dargestellt werden. Also das Grün der Erde, das Blau des Himmels und auch dieser gelbe Kranz des Heiligenscheins. Also es wird eigentlich als eine Form von Ikone dargebracht. Also man sieht hier, wie eigentlich Humor, Spott oder religiöse Karikatur als Botschaft eingesetzt werden, um Menschen eine bestimmte Form von Theologie oder auch von Kirchenpolitik darzubringen. Also auch jene Menschen, die nicht lesen konnten, die nicht die Bibel entziffern konnten oder theologische Schriften studieren konnten, konnten mit solchen Bildern sehr, sehr schnell die Botschaft erkennen. Dann habe ich Ihnen etwas mitgebracht aus meiner Zeit in den USA. Ist eine ähnliche Form von Karikaturbildersprache, die in den USA des 19. Jahrhunderts verwendet wurden, um die katholische Kirche darzustellen. Und zwar, das muss ich Ihnen auch ein bisschen erklären. Während des 19. Jahrhunderts hat sich in den USA eine breite Basis an Antikatholizismus breit gemacht. Und zwar hatte man in der protestantischen Bevölkerungsschicht, man hatte schlichtweg Angst vor den katholischen Einwanderern. Der Hintergrund dazu war, vor allem in den 1850er und 1860er Jahren, war die katholische Bevölkerungsschicht in den damaligen Vereinigten Staaten von 3 Millionen auf über 30 Millionen angewachsen. Der Grund dafür, in Europa gab es Hungersnöte, in Irland ist über mehrere Jahre hinweg die Kartoffelernte ausgefallen und sehr, sehr viele Menschen suchten die Emigration und wollten in der neuen Welt, in den USA, ihr Glück versuchen. Nur war das jetzt für viele protestantische Bevölkerungsschichten in den USA, es war ein Schock, warum jetzt so viele Katholiken in die neue Welt kamen. Und man sah also dieses katholische Anschwellen als eine Invasion. Und deswegen hat man sehr viele Karikaturen auch in den Umlauf gebracht, wo man den Papst und die katholische Geistlichkeit quasi als Meuterer oder wenn man so will, als Eroberer dargestellt haben, die USA nun erobern wollen. Hier sehen Sie andere Karikaturen auch aus dieser Zeit. Also die katholische Geistlichkeit wird dargestellt als diejenigen, die sich an das Geld der Demokratischen Partei machen. Auf der linken Seite sehen Sie auch eine typische Karikaturdarstellung eines Iren. So hat man die Iren in der damaligen Zeit dargestellt, also sehr oft mit Affengestalt, mit einem Schlagknüppel rauchend, oftmals auch betrunken, mit Zylinder und quasi sie unterwandern die amerikanische Gesellschaft. Auf der rechten Seite eine Karikatur aus dem Jahr 1870.
Das gelobte Land, wie man es von St. Peter aussieht, also das war während der Zeit des Ersten Vatikanischen Konzils, in dem die Unfehlbarkeit des Papstes auch formuliert wurde. Auch da wurde in den USA die Angst geschürt mit diesem Unfehlbarkeitsprinzip und dem Universalitätsanspruch des Papstamtes geht so etwas wie eine neue Eroberung oder eine katholische Unterwanderung der neuen Welt einher. Eine letzte Karikatur aus dieser Zeit. The American River Ganges. Wie man sich noch einmal diese Gefahr durch den Katholizismus dargestellt hat. Also das sind keine Krokodile, die hier an Land gehen, sondern das sind Bischöfe, wenn Sie genauer hinschauen. Die Bildersprache, auch hier wieder, die katholische Kirche möchte die USA erobern, sie möchte an Land gehen, sie möchte die nächsten Generationen, die Kinder, wenn man so will, erobern, beeinflussen. Und es stellt sich da aber ein tapferer Prediger in den Weg, der vor seiner Brust die Bibel als schützende Front vor sich hin hält. Wir sehen hier, wie Humor eingesetzt wurde, um kirchenpolitische Ängste auszudrücken, wie auch während der Reformation theologische Infragestellungen formuliert wurden. Und hier eine neuere Karikatur. Papst Franziskus als Rettungsschwimmer. Und ein Hai, der mit Clergy, also Kleriker, unterschrieben ist. Diese Karikatur war in der Zeitschrift Manhattan im Jahr 2019. Und es geht da vor allem um die Missbrauchsfälle, also die Art und Weise, wie Papst Franziskus Missbrauchsfälle handhabt. Papst Franziskus wird hier dargestellt als der Rettungsschwimmer, der in die falsche Richtung schaut. Also er wendet sich eigentlich vom ganzen Geschehen ab. Sein Ratschlag ist praying, also beten. Und die Kleriker sagen praying mit EY geschrieben, ist ein Wortspiel im Englischen. Und zwar praying bedeutet mit EY geschrieben Beute machen. Also Papst Franziskus wird quasi missverstanden und also in dieser Karikatur wird einfach seine Missbrauchspolitik kritisiert. Ob die jetzt zutreffend ist oder nicht, können wir jetzt offen lassen. Wir können auch dann drüber diskutieren. Ich wollte auch hier nur darstellen, also auch heute haben wir wieder solche Formen von religiöser Kritik beziehungsweise Karikaturen, wo kirchliche, politische Ereignisse, aber auch Skandale verarbeitet werden. Und natürlich wird auch hier kirchenpolitisch eine Meinung vertreten. In einer Bildersprache, die die Menschen sehr schnell verstehen und gleichzeitig auch mit einem Lachen beziehungsweise mit einer Form von Satire, wo das Lachen eigentlich im Halse stecken bleibt. Weil wenn man weiß, hier geht es um die Missbrauchsfälle, dann wird man sehr, sehr schnell merken, also hier ist ja eigentlich nichts Komisches dran, sondern es geht darum, um einen sehr, sehr ernsten Inhalt zu transportieren. Hier noch etwas Einfacheres oder etwas Leichteres. Auf der linken Seite von der New York Times aus dem Jahr 2003. Und zwar gab es im Jahr 2003 in der Basketballmannschaft der New York Knicks einen evangelikalen Spieler, der Jeremy Lin. Jedes Mal, wenn er gut gespielt hat und man ihn gefragt hat, ja, warum hast du denn heute so gut gespielt? Also, wie fühlt sich das an für dich? Und er hat als evangelikaler Christ immer darauf geantwortet, ja, Jesus hat mir wieder geholfen, er war auf meiner Seite. Und man hat dann diese Karikatur veröffentlicht mit dem Untertitel Jesus Saves, also Jesus rettet hier die Basketballmannschaft aus New York. Und auf der rechten Seite, wie Sie sehen, es ist eine Karikatur beziehungsweise eine Fotomontage aus der Zeit der Kirchenkrise im Bistum Limburg mit Bischof Thebatz van Elst. Schöner Wohnen.
Nur Mut zum Umbau. Also man nimmt hier diese ganze Diskussion um die sehr, sehr teure Kirchen, also Bischofssitzrenovierung in Limburg auf die Schippe, indem man dann Bischof Thebats van Elst als Architekten für Renovierung und so weiter darstellt. So viel auch kurz zum Thema, wie Karikaturen oder Humor eingesetzt werden können, um Religionen, besonders hier natürlich auch das Christentum beziehungsweise auch die katholische Kirche, zu kritisieren. Das führt uns jetzt aber zu eigentlich unseren Kernfragen. Was bedeutet das Lachen oder auch die Lächerlichkeit des Glaubens für uns als Christinnen und Christen oder für Religionen im Allgemeinen? Wenn wir uns, ich habe Ihnen hier jetzt zwei Beispiele mitgebracht, die man als Thesen verwenden kann, dass das Lachen oder Humor keinen Platz in der Religion haben könnte. Das ist das eine, den haben wir schon kurz angesprochen, Jorge von Burgos aus der Name der Rose. Jorge von Burgos sagt in einem sehr zentralen Teil des Buches von Umberto Eco, Lachen tötet die Furcht und ohne Furcht kann es keinen Glauben geben. Er sagt in diesem Zitat dann sinngemäß weiter, wenn der Mensch lachen darf, dann kann er über alles lachen. Und wenn er über alles lachen kann, kann er dann aber auch über Gott lachen? Fragezeichen. Das zweite Zitat, das ich Ihnen mitgebracht habe, ist von Papst Franziskus. Kurz paraphrasiert, ich habe es dann auch noch im Original für Sie. Wer meine Mutter beleidigt, den erwartet ein Faustschlag. Also wenn man diese beiden Zitate hernimmt, dann könnte man jetzt sagen, ja, im Grunde Lachen und Religion, vielleicht passt es ja doch nicht so gut zusammen. Und auch noch dazu gesagt, wenn wir ins Neue Testament schauen, kommt das Lachen dort nur an einer Stelle vor. Und zwar im Lukas-Evangelium, Kapitel 6. Und dort kommt es vor im Kontext der Bergpredigt, also bei Lukas ist das die Feldrede oder Feldpredigt. Und Jesus sagt in diesem Abschnitt, selig, die ihr jetzt weint, denn ihr werdet lachen. Und ein paar Verse weiter, 6,25, wehe euch, die ihr jetzt lacht, denn ihr werdet weinen. Also auch mit diesem Zitat könnte man eigentlich sagen, ja, also Jesus war jetzt nicht der große Verfechter des Lachens in menschlicher Hinsicht. Gut. Schauen wir uns noch einmal dieses Zitat von Papst Franziskus an. Wenn Dr. Gaspari, mein lieber Freund, Entschuldigung, meine Mutter beleidigt, erwartet ihn ein Faustschlag. Denn man kann den Glauben der anderen nicht herausfordern, beleidigen oder lächerlich machen. Das ist das Zitat von Papst Franziskus, das er wenige Wochen nach den Anschlägen 2015 von Charlie Hebdo auf einem Flug, auf einer Auslandsreise während einer Pressekonferenz gesagt hat. Natürlich, das ist Papst Franziskus im Original, das ist sein unkonventioneller Stil und Dr. Gaspari, das war sein Reise Organisator, der da zufälligerweise gerade neben ihm gestanden ist. Aber was Papst Franziskus hier sagt, wenn Dr. Gaspari, mein lieber Freund, meine Mutter beleidigt, erwartet ihn ein Faustschlag. Denn man kann den Glauben der anderen nicht herausfordern, beleidigen oder lächerlich machen. Dieses Zitat ist problematisch auf mehreren Ebenen. Zum einen, es wird nicht deutlich, was oder wen Papst Franziskus hier mit seiner Mutter meint. Mutter ist in der christlichen Theologie sehr, sehr vieldeutig, mehrdeutig. Das kann einerseits die biologische Mutter von Jorge Bergoglio sein, es kann aber auch die Mutterkirche sein, es kann aber zum Beispiel auch die Gottesmutter sein. Also wer ist hier als der Beleidigte eigentlich gemeint?
Zum anderen, Papst Franziskus springt hier von einer Beleidigung, von einer psychischen Verletzung auf eine körperliche Ebene. Ihn erwartet ein Faustschlag. Und das Letzte, man kann den Glauben der anderen nicht herausfordern, beleidigen oder lächerlich machen. Und das stimmt letztlich christentumsgeschichtlich nicht, also auch religionsgeschichtlich. Der Glaube, der religiöse Glaube, ist immer Angriffen ausgesetzt. Das schreibt zum Beispiel auch Josef Ratzinger in seiner Einführung in das Christentum. Der religiöse Glaube hat immer Risiko. Der religiöse Glaube ist immer Risiko, Widerspruch ausgesetzt. Und wir Christinnen und Christen glauben auch an einen Gott, der Mensch geworden ist und sich diesen Widersprüchen ausgesetzt hat. Das sollten wir auch bei unseren Überlegungen zum Humor oder zum Spott nicht vergessen. Spott, Widerspruch ist auch Teil des Glaubens, ist Teil der Verkündigungsgeschichte des Christentums. Der Glaube muss nicht angenommen werden. Der Glaube kann auch verloren werden. Und insofern müssen wir auch vorsichtig sein, wenn Papst Franziskus sagt, man kann den Glauben der anderen nicht beleidigen oder lächerlich machen. Doch, das kann man. Und man sieht es auch an der Karikatur aus der Antike. Es ist auch der Glaube immer wieder Angriffspunkt von anderen Menschen geworden. Sehr oft wird durch Humor, durch Satire, wird Kritik laut am Glauben. In vielerlei Hinsicht kann man sagen, diese Kritik ist oftmals überzogen. Sie ist aber auch oftmals zutreffend. Gleichzeitig gibt es aber auch Kritik, die in Form von Satire dargebracht wird, die überzogen sein muss, die verletzend sein muss. Das ist nämlich reine Definition von Satire. Also Satire, wenn man Kurt Tucholsky auch ernst nimmt, Satire ist dazu da, dass sie Grenzen überschreitet und dass sie auch wehtut, dass sie verletzt. Satire ist kein harmloser Humor, sondern die muss wehtun. Gleichzeitig setzt sich aber auch jeder Satiriker dem Risiko aus, dass seine Witze oder seine Kritik missverstanden werden. Auch jeder Mensch, der einen Witz erzählt, setzt sich der Möglichkeit des Missverständnisses aus. Und insofern ist auch das Lachen oder der Humor für den religiösen Glauben ein wichtiger Hinweis darauf, dass wir uns selbst immer wieder auch dem Missverständnis ausgesetzt sehen. Das Lachen im christlichen Glauben kann auf zwei Ebenen sehr fruchtbar wirken und sehr positiv. Das eine haben wir schon bei Jesus gesehen oder auch beim Risus Paschali, beim Osterlachen, also dieses Anteil haben am Lachen der Vollendung, das uns als Menschen vorhergesagt wird. Also wir können heute auch schon Anteil haben am Lachen der himmlischen Herrlichkeit. Das ist das eine. Das ist auch immer wieder nachzulesen im klassischen mittelalterlichen Lektüren. Also das Lachen der Christinnen und Christen, das sie durch Gott bekommen. Das Lachen hat aber für uns auch eine sehr wichtige kritische Funktion, nämlich weil es uns auch auf die eigene Unzulänglichkeit hinweist, also auf die theologische Unzulänglichkeit, die der christliche Glaube immer auch in sich trägt. Das vierte Laterankonzil hat formuliert, dass alles theologische Sprechen von Gott immer unter dem Vorbehalt besteht, dass es, auch wenn es zutreffend ist, also etwas Zutreffendes über Gott aussagt, zugleich unendlich nicht zutreffend ist. Und das ist für uns alle Theologen, ich bin ja auch Fundamentaltheologe und Dogmatiker, das ist für uns auch immer wieder wichtig zu erinnern. Alles, was wir über Gott sagen, steht unter dem Vorbehalt, dass es endlich und nicht zulänglich ist. Also auch wenn wir noch so viele dicke, sehr gescheite Bücher über Gott schreiben, es bleibt immer eine Leerstelle im Glauben. Und diese Leerstelle im Glauben können wir Menschen nicht schließen. Der Witz, auch der theologische Witz, kann uns helfen, mit dieser Leerstelle umzugehen.
Jetzt ist aber die Frage, wo endet denn der positive oder der fruchtbare Sinn des Humors? Wir können im christlichen Bereich sagen oder auch im gegenwartsbezogenen Bereich, Lachen oder Witze hören dort auf, wo es um Täter- oder Opferverhältnisse geht. Also zum Beispiel, das habe ich auch versucht mit dieser Missbrauchsdarstellung, mit dieser Missbrauchskarikatur zu zeigen, Lachen über Täter und Opfer, da wird eine Grenze überschritten, die von vielen Menschen zugleich auch als unberechtigte Verletzung wahrgenommen wird. Zum anderen auch, es gibt eine sehr, sehr persönliche, individuelle Grenze des Humors. Jeder Mensch von uns hat unterschiedliche Tabuthemen oder Grenzen, die Witze nicht überschreiten sollen. Wenn wir einen Witz über die Gottesmutter Maria erzählen, dann wird die Schmerzgrenze bei uns allen sehr, sehr unterschiedlich liegen, ob dieser Witz noch wahrgenommen werden kann, ob er noch zum Lachen ist oder ob er nicht mehr zum Lachen ist. Das hat auch sehr mit unserer individuellen Erfahrung, mit unserer individuellen Vorliebe für Humor zu tun. Auch in der Art und Weise, wie wir sozial und kulturell verankert sind. Ein Witz über die Gottesmutter ist im deutschsprachigen Raum zum Beispiel leichter oder einfacher zu ertragen, wie zum Beispiel im italienischen Raum oder auch im polnischen Raum, wo diese Theologie der Gottesmutter, der Mariologie auch einen ganz anderen Stellenwert hat. Und auch für uns, wenn wir uns die Frage stellen, wie können denn wir oder welche Grenze gibt es denn auch für uns an Witzen oder an Witzen, die wir über andere Menschen erzählen können oder sollen, dann haben wir eigentlich im Neuen Testament aus einem direkten Jesus-Zitat selbst eine Richtlinie bekommen, nämlich das, was ihr einem meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Eine Beleidigung, eine Entwürdigung von Menschen durch Witz oder Spott oder Karikatur, eine Herabwürdigung oder sogar Infragestellung ihres menschlichen Wertes, das ist zugleich, also im christlichen Sinn, auch eine Beleidigung Gottes. Wenn man jetzt so will, kann man Gott beleidigen durch einen Witz oder durch einen Spott, durch Satire? Ja, das kann man. Theologisch gesehen nicht direkt, weil wenn ich, Andreas Weiß, einen Witz über Gott erzähle, dann geht das aufgrund unserer Ungleichheit schon gar nicht, dass ich in dieser mächtigen Position wäre, Gottes Majestät zu beleidigen. Wenn ich, Andreas Weiß, als Geschöpf aber andere Geschöpfe verletze und beleidige, in einem Witz, in einer Karikatur herabwürdige, Stichwort Judensau, wie das im Mittelalter lange Zeit passiert ist, also andere Menschen zu entwürdigen in ihrem Wert, dann kann das sehr wohl als eine Beleidigung des Schöpfers aufgefasst werden, weil ich den anderen Geschöpfen ihre Gottesebenbildlichkeit abspreche. Zusammenfassend, es gibt für den Humor, für die Komik in Bezug auf den Glauben eine Grenze. Es gibt Grenzen für verletzliche, beleidigende oder auch grenzüberschreitende Formen von Satire und Humor. Ich erwähne es auch immer dazu, Charlie Hebdo, diese Karikaturzeitschrift in Frankreich, die 2015 Opfer von einem Angriff geworden ist, von islamistischen Terrorattentätern. Ich persönlich finde diese Karikaturen höchst geschmacklos und nicht lustig über weite Strecken. Und trotzdem bedeutet das aber auch, wir dürfen nicht denselben Fehler machen in der Verletztheit oder im Verletztsein durch
Karikaturen, wie das solche Attentäter machen. Dass wir also von einer psychischen Verletzung auf die Gewaltebene steigen. Also dass wir nicht von einer Verletzung von Spott dann zu einem gewaltförmigen Aufruf kommen, wo wir andere Menschen körperlich verletzen oder sogar Terrorattentate machen. Wenn wir etwas auch lernen können durch den Umgang Jesu auf seinem Kreuzweg, dann ist es auch die Art und Weise, wie wir Spott ertragen können. Auch Jesus war in seinem Leben Spott ausgesetzt, Ablehnung ausgesetzt. Das bedeutet auch für uns Christinnen und Christen, dass wir mit diesem Spott umgehen lernen müssen. Und dieses Umgehen lernen müssen, das bedeutet, dass wir auch Strategien entwickeln können, wie wir Humor oder auch berechtigter oder unberechtigter Kritik in öffentlichen Karikaturen oder Witzen, wie auch immer, wie wir diesen begegnen können. Und das hat mit Verantwortung zu tun. Das hat mit Glaubwürdigkeit zu tun. Auch die Art und Weise, wie wir Christinnen und Christen auf Spott oder Karikaturen oder Verzerrungen unserer selbst reagieren, das zeigt auch die Glaubwürdigkeit unserer Einstellung zu unserem Glauben selbst. Jeder Witz ist offenbarend. Das möchte ich auch noch einmal betonen. Humor, Lachen ist offenbarend. Wenn Ihnen eine Person einen antisemitischen oder einen frauenfeindlichen Witz erzählt, dann ist das offenbarend. Dann sagt das sehr, sehr viel über diese Person aus. Sie können auf Basis dieses Witzes sehr, sehr viel über diese Person schon herausfinden. Ebenso offenbarend ist aber auch, wie man auf Witze reagiert, die die eigene Person betreffen. Ich sage immer auch, Selbstironie ist eine der höchsten Formen des Humors, die man lernen kann, über sich selbst zu lachen, sich selbst von einer anderen Perspektive wahrnehmen zu können, auch von einer kritischen Perspektive. Sie werden bei fundamentalistischen religiösen Gruppierungen niemals eine Humorfähigkeit finden. Das ist, wenn mich jemand fragen würde, woran kann man einen Fundamentalisten oder eine Fundamentalistin erkennen, dann würde ich sagen, erzählen Sie dieser Person einen Witz über deren Religion. Denn an dieser Reaktion werden Sie dann auch sehr, sehr schnell erkennen, ob hier die Fähigkeit zu einer kritischen Selbstwahrnehmung oder auch zu einer humorvollen Selbstwahrnehmung gegeben ist oder nicht. Glaube und Humor entsprechen sich auf sehr, sehr vielen Ebenen. Wie der Glaube ist auch der Humor eine schwache Macht. Der Humor ist auch etwas, der zerbrechlich sein kann, der missverstanden werden kann. Man kann Witze vieldeutig verstehen, man kann sie missverstehen. Auch der Glaube, auch der religiöse Glaube ist eine schwache Macht. Er kann verloren gehen, er kann riskiert werden. Man ist immer auch einem Widerspruch ausgesetzt, sowohl im Glauben als auch im Humor. Wenn Sie einen Witz erzählen in Ihrem engen Bekanntenkreis, dann gehen Sie ein geringeres Risiko ein, als wenn Sie einen Witz auf offener Bühne in einem anderen Kulturkreis erzählen. Dieses Risiko, falsch verstanden zu werden, schwingt in beiden Formen mit. Und sowohl Glaube als auch Humor brauchen von uns eine Form von der Verantwortung, damit umzugehen. Sowohl Glaube als auch Humor heißt, mit der Widersprüchlichkeit des Lebens umzugehen. Wir sind als Menschen vor paradoxe Entwicklungen in unserem Leben gestellt. Es entwickelt sich nicht alles in unserem Leben so, wie wir das planen oder geplant haben. Der Humor kann uns helfen, auch mit Widersprüchlichkeiten im Glauben umzugehen. Auch der christliche Glaube ist Widersprüchlichkeiten ausgesetzt. Wir können auch nicht alle Leerstellen oder alle Missverständnisse oder Missverständlichkeiten unseres Glaubens auflösen. In der Theologie hat man dafür den Begriff der Mysterien, der unlösbaren Geheimnisse entwickelt. Auch Humor kann eine Form sein, mit diesen unlösbaren Geheimnissen umzugehen, aber auch auf eine respektvolle Art und Weise.
Und Humor kann uns auch helfen, mit diesen Widersprüchlichkeiten umzugehen. Nur, wir müssen das immer wieder neu lernen. Und so wie ich auch vorhin gesagt habe, Komik, Humor, Witz ist höchst individuell und kulturell geprägt. So bedeutet das auch für die Religionen in einer globalisierten Welt, dass man auch sehr, sehr viele neue Formen von Humor immer wieder auch neu lernen muss. Wie geht man damit um? Damit ist man in einem dauernden Lernprozess. Also man ist in einem ständigen Lernprozess, auch mit Infragestellungen umzugehen. Ich persönlich bin der Meinung, dass der Humor, aber auch die Satire sehr, sehr viele Potenziale für den Glauben bereithält. Gleichzeitig ist es aber auch eine ständige Herausforderung, Aufgabe und Verantwortung für Christinnen und Christen, für religiöse Menschen, mit solchen Formen unterschiedlicher Wahrnehmungen, aber auch mit Kritik und Spott umzugehen. Oftmals kann sich im Spott oder in einer Karikatur auch sehr viel berechtigte Kritik verstecken, verbergen. Und diese kann auch zu Nachdenkprozessen anregen, die wir auch im christlichen Glauben im 21. Jahrhundert immer wieder auch brauchen. Glaube und Humor sind sicher keine harmonischen Geschwister, wenn man so will, oder ist kein harmonisches Gegensatzpaar, aber doch eines, das sich immer wieder aufeinander beziehen lässt und fruchtbar aufeinander beziehen lässt. Und die Diskussionen, die daraus entstehen, auch wenn diese Diskussionen nicht immer freundschaftlich sind, sondern auch mal offen, durchaus als Streit oder Diskussion und heftige Auseinandersetzung zutage treten, Stichwort Monty Python in den 1970er Jahren, dann können wir auch daraus lernen, dass Humor oder Komik über den Glauben immer wieder neu zu theologischen Auseinandersetzungen anregen kann. Und ich hoffe, dass dieser Vortrag für Sie jetzt auch ein bisschen etwas Neues beinhaltet hat, dass Sie sich etwas Neues mitnehmen können und dass Sie auch für sich Anregungen mitnehmen konnten, über dieses Verhältnis von Glaube und Humor neu nachzudenken. Danke, dass Sie hier waren. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.